Balancieren. Ja, natürlich eine Lieblingssportart von uns Jungs. Wir erinnern uns, Gerätetouren, Schwebebalken, das haben wir immer gerne gemacht. Ich gebe euch eine Information, die Mut machen sollte. Unser Balken ist genau 3 Zentimeter breit. Ich hoffe, er hält bei Jens überhaupt. Meine Güte, 3 Zentimeter breit, 7 Meter lang. So, und ihr müsst so schnell wie möglich hin und wieder zurückbalancieren. Was passiert, wenn ihr runterfallen solltet? Und das wird passieren, das verrate ich euch jetzt schon mal. Dann müsst ihr wieder zurück und vorne wieder anfangen. Habt ihr es aber bis hinten geschafft und müsst nur noch den Rückweg und fallt dann runter, dann dürft ihr am Wendepunkt wieder starten. Also dann müsst ihr nicht ganz zum Start zurück. Das ist doch immerhin etwas, oder? Was machst du jetzt? Was machst du? Willst du jetzt Eisen biegen oder was? Es war ein bisschen schief. Es war ein bisschen schief. Natürlich. Na klar. So. Ab jetzt werden die Sportgeräte nicht mehr berührt, weil das ist die entscheidende Regel. Die Hände berühren niemals den Balken. Falls das passieren sollte, schmeißt ihr euch runter und ihr fangt wieder vorne an. Also niemals die Hände den Balken berühren. Jens, du darfst dir deinen Balken aussuchen. Willst du bei Blau bleiben? Oder, ja. Mhm. Gut. Ja, falls ihr fallen solltet, bitte ein Tipp von mir, entscheidet euch für eine Seite. Ja, das kann sonst... Dagegen ist ein Griff von David Jarolim, zärtliches Streicheln. Stefan macht sich wieder blank. Was war das nochmal, wenn ich hinten bin und da runterfalle? Oder wann darf ich von hinten geschafft hast? Wenn du hinten bist und von der Leiter fällst, das wäre nicht schön. Dann darfst du hinten wieder anfangen. Alles klar. Dann läufst du zurück. Ja? Also einmal Wendepunkt erreicht, dann ist das dann immer Start für einen eventuellen Sturz. Ja, das habt ihr toll gezeigt, dass ihr klettern könnt, aber sofort wieder runter, weil es wird unten gestartet. So, Füße auf dem Boden und zwar beide. Die Hände können auf der Leiter schon mal Platz nehmen, das ist in Ordnung. Muss mal den Gürtel enger schnallen. Ja. Im wahrsten Sinne, jetzt geht es um 10 Punkte. Beide Füße sind auf dem Boden, die Hände können ran. Seid ihr bereit? Jo. Spiel 10, balancieren, startet jetzt. Was für ein Kontrast auf dem Schwebebalken, Namen wie Nadja Comăneci aus Rumänien, Olga Korbut und jetzt diese beiden Büffel hier. Beide müssen zurück. Körpergefühl ist gefragt. Versuchen es beide sehr, sehr schnell und zu schnell. Na, er schafft es. Gutes Balancegefühl bei Jens. Sehr gut. Jetzt hat er Sicherheit bis am Ende. Und jetzt nur noch den Rückweg. Nur noch, in Anführungsstrichen. Stefan fällt wieder runter. Jens muss zurück zur Wendemarke. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Er hat die Hälfte des Weges. Ja, etwas weniger Tempo. Das ist der Schlüssel. Jetzt muss er wieder runter. Ja, jetzt macht Stefan Raab das richtig. Jetzt hat er weniger Tempo und ist am Ende. Und jetzt sind sie wieder gleich auf. Wie ist das spannend hier? Jetzt macht er es langsam. Jetzt muss er durchkommen. Jetzt muss er durchkommen. Kommt er nicht. Und jetzt Stefan Raab geht auch runter. Gibt's das denn? Also das hat mit Schwebebalkentouren hier nichts zu tun. Es ist eine Frage des Willens, der Konzentration, des Körpergefühls. Beide sind einfach zu schnell unterwegs. Raab kurz vor dem Ziel wieder runter. Gibt's das denn? Jetzt hat das... Nein! Einer hat das mal etwas langsamer versucht. Raab geht wieder runter. Wer ist das denn zu glauben? Jetzt. Mitte hat er. Jetzt ist es nicht mehr viel. Jetzt macht das langsam und jetzt packt das und hat's! Ja, du warst auch. Was für ein geiles Spiel, oder? Wahnsinn! Und das sind die Punkte für Jens, meine Damen und Herren. 10 Stück! Wir müssen Stefan ein bisschen in Schutz nehmen. Der nutzt das Balancegefühl sonst nur, damit die Zwiebeln nicht vom Mettbrötchen fallen. Aber das war sehr stark. Ich war schon fast da. Ja, du warst gut. Du hast gut vorgelegt, aber hinten raus kam der Sportlehrer. So, haben wir gerade schon gesehen.
Es wird wieder, ich muss noch einmal auf die Tafel gucken. Ich kann es selber nicht glauben. Was haben wir jetzt für einen Punktestand? Also 30 zu 25. Jens hat wieder sehr schön aufgeholt. 5 Punkte nur noch Vorsprung für Stefan. Nach diesem 10. Spiel.